Auf dem Buchhorn in Dreieich ist es mir gelungen, jemanden zu finden, der ein bisschen mehr Ahnung von der Sache hier hat als ich. Hier ist eine Menge am Laufen. Wer bist du? Was geht hier ab? Ich bin der Christian vom Organisationsteam. Wir sind ein Viererteam, das hier gemeinsam organisieren. Und ich bin derjenige, den du vor der Kamera bekommen hast. Ja, ich habe ihn da vorne an der Kasse abgegriffen. Hier ist eine Menge los. Ich sehe, hier sind Lesungen, 6, 7 Räume mit Autoren. Wir haben 7 Programmstehen, 7 Räume, wo Lesungen stattfinden von 11 bis 19 Uhr. Also praktisch bis zum Fantastikpreis, der danach im Anschluss vergeben wird. Das ist ja auch noch ein interessanter Punkt. Ihr prämiert einmal im Jahr den Fantastikpreis. Nee, wir haben diejenigen, die den Fantastikpreis ausrichten, hier zu Gast. Das ist der Giebel, der den ausrichtet. Und wir sind dann auch mal sehr gespannt, wer es wird. Und haben aber selber noch den Buchhorn-Preis, aber wollte ich jetzt noch nicht verraten, kann, wer den Buchhorn-Preis gewonnen hat. Im letzten Jahr hat den Buchhorn-Ehrenpreis der Tom Finn bekommen, 2014. Und da wird es auch diesmal wieder Gewinner geben. Aber ich bin mir sicher, dass die Gewinner wahrscheinlich nachher vor deiner Kamera landen werden. Wenn noch Strom da ist. Sie wollen mit mir kein Speed-Dating-Interview machen. Ich habe noch so ein paar Sachen hier gesehen. Du hast noch einen Künstler hinten stehen. Hier im Vorraum sind auch noch ein paar Kleinverlage, die ausstellen. Aber das meiste geht, glaube ich, hinten in der großen Halle ab. Also der Buchhorn ist praktisch eine Ergänzung zur Buchmesse. Hat den Hintergrund, hier habe ich die Chance, als Fantastik-Fan meinem Lieblingsautor in der überschaubaren Lesung mit 30, 40, 50 Leuten zu lauschen, nachher noch Fragen zu stellen, zu fragen, warum hast du den Charakter in dem Roman sterben lassen oder warum hast du das so und so gemacht? Immer dieses Persönliche. Es ist wie ein Familientreffen. Es ist in kleinen Kreisen, dass sich Leute, die einfach dieselbe Vorliebe haben, nämlich die Fantastik, zusammenfinden und in glücklicher Runde einfach Zeit zusammen verbringen. Ja, da läuft noch so eine komische andere kleine Convention in Frankfurt, so heißt Buchmesse oder so irgendwas. Ja, ja so. Ja, so irgend so ein Ding da. Aber die habt ihr jetzt nicht ausgerichtet und die hat aber auch mit dem Buchhorn direkt nichts zu tun. Die hat damit nicht direkt was zu tun, aber wir richten uns schon nach dieser kleinen Veranstaltung auf der Messe in Frankfurt, dass wir immer an dem Buchmesse Samstag den Con machen. Dass im Prinzip auch Leute, die sagen, ich möchte auf die Buchmesse gehen, die Gelegenheit haben, mit der S-Bahn dann nach Dreieich zu fahren. Das ist eine relativ kurze Fahrt. Man kann direkt in der Messe Frankfurt einsteigen, Dreieich aussteigen, dann 3, 4 Stationen mit dem Bus und man ist direkt hier bei unserem wunderschönen Buchhorn. Wobei ich der Ansicht bin, nach dem, was ich bisher hier gesehen habe, möchten die Besucher des Buchhorn wahrscheinlich nicht mehr auf die Buchmesse fahren, weil im fantastischen Bereich deckt ihr hier wahnsinnig cool ab. Vielen Dank. Ja, ihr habt hier coole kleine Verlage, viele Autoren an allen Ecken und Enden. Was mir aufgefallen ist, als ich schon rumgegangen bin, ihr habt die Halle zweigeteilt. Ihr habt diesen einen Bereich mit den Autoren, das ist ungefähr Verlagen, das ist also die eine Hälfte mit Verlagsständen. Und die andere Hälfte der Halle ist ein Lesebereich, also sprich aufgebaute Tische. Genau, man kann da sich hinsetzen, vielleicht das Buch, was man sich hat gerade signieren lassen, lesen, dabei noch einen Kaffee trinken, mit Freunden sich unterhalten. Und ganz vorne sind noch ein paar Stühle aufgestellt für nachher für die Verleihung des Fantastikpreises, dass die Leute sich da gemütlich hinsetzen können, sich das in Ruhe angucken können. Also man kann auch gemeinsam auch mit der Familie sich dort hinsetzen und mal eine Pause machen. Einfach mal zusammensitzen und lecker Kuchen essen. Ja, weil das fantastische Publikum ist ja nicht mehr 16. Ihr seid hier eine familienfreundliche Veranstaltung. Auf jeden Fall. Also es ist wirklich für alle Generationen, von klein bis sehr, sehr, sehr alt, wenn jemand möchte. Ja. Was mir auch noch aufgefallen ist, es war im Vorfeld schon ein massiver Andrang zum Buchhorn. Es wurden sehr, sehr viele Autoren nicht zugelassen oder es war einfach kein Platz da, sie an Stände unterzubringen. Und der Feder- und Schwert-Verlag? Ja. Oder ist es ein Verlag? Feder und Schwert, ja. Aus Mannheim. Genau. Die haben sich praktisch dann ergeben als Outlet, wo die ganzen Autoren ihre Bücher unterbringen konnten, die jetzt hier keinen eigenen Stand mehr hatten. Habe ich das richtig verstanden, gell? Also zumindest gibt es immer die Möglichkeit, dass man bei größeren Ständen da noch was machen kann, weil wir können einfach nicht alle berücksichtigen. Das ist mit den Ständen wie mit den Lesungen. Wir haben Gott sei Dank mehr Nachfrage, als wir Platz haben. Und letztendlich müssen wir irgendwo immer eine Linie ziehen, wo wir sagen, jetzt leider der Platz, den wir haben, der verfügbar ist, eben vergeben. Das wird nie 100% gerecht sein, aber wir versuchen es so gerecht, wie es irgendwie geht, eben zu machen. Jetzt ist es jetzt nicht mehr 12 Uhr, wir sind schon ein bisschen später im Tag. Wie bist du denn mit den Besucherzahlen vom Buchhorn zufrieden? Also die finalen Zahlen, ehrlich gesagt, kenne ich noch nicht. Aber man merkt es gerade, wir stehen hier gerade im Eingangsbereich des Buchhorns. Jetzt ist hier gerade eine Lesung zu Ende gegangen und alleine die Leute, die jetzt von einer Lesung zurückströmen, eben an uns vorbeiströmen, geben einem ein ganz gutes Feedback, was hier los ist. Der Buchhorn hatte noch nie 7 Programmstiegen gehabt parallel. Er war immer im Hauptgebäude, wir haben zum ersten Mal ein Nebengebäude dazugenommen, weil die Resonanz so stark war, dass wir gesagt haben, wir müssen mehr in die Breite gehen, am Programm und auch
vom Platz. Und man sieht es jetzt an den Leuten, die an uns vorbeiziehen. Ja. Das ist sehr gut angekommen. Das wird schon einige Zeit gedauert haben, bis ihr diese riesige Resonanz euch aufgebaut hat. Wie lange seid ihr eigentlich mit dem Buch Buchan jetzt hier schon unterwegs? Also der Buchan ist jetzt zum 30. Mal. In Dreieich ist er jetzt ungefähr die Hälfte der Zeit. Er war früher in Frankfurt lange Zeit. Und das ist ungefähr 15 Jahre her, dass dann in Frankfurt das mit den Räumlichkeiten immer schwieriger wurde. Und dann haben wir gesagt, wir gehen nach Dreieich, weil ein Teil des Orga-Teams, der Teil, der gerade hier steht, aus dem Dreieicher ist. Okay. Und da der Dreieich-Con, der Schwester-Con hier schon sehr erfolgreich war, haben wir gesagt, ja, wir gucken, ob wir hier eine Möglichkeit finden. Dann kam er erst nach Buchstadt in einen anderen Stadtteil, war vorübergehend auch mal ein Jahr in einer Schule und ist jetzt seit einigen Jahren hier und hier auch stetig weitergewachsen. Mhm. Also das Einzige, wo ihr hier Probleme mit dem Wachstum habt, das sind die Parkplätze. Das stimmt. Wir haben sozusagen eine Sonnenseite und eine Schattenseite. Die Sonnenseite ist Richtung Hallenbad, da darf man parken ohne Probleme. Und die Schattenseite ist da Richtung Busbahnhof, da ist die Parkzeit leider limitiert. Das habe ich gesehen. Hat mich auch gleich am Anfang ein bisschen überrannt, hatte ich gedacht. Also, das ist so der einzige kleine Kritikpunkt, den ich vielleicht hätte. Es sind zu wenig Parkplätze da, weil was hier abgeht, ist einfach zu cool und es zieht viel zu viele Leute mittlerweile an. Also ich war heute auch sehr, sehr erfreut. Er hat, fand ich, so die richtige Mischung gefunden von den Besucherzahlen zwischen es ist nicht zu voll und ich habe immer noch die Chance, mit einem Auto ins Gespräch zu kommen. Das auf jeden Fall. Weil das war heute wirklich noch möglich. Ja? Genau. Die Halle war definitiv nicht leer, es war wirklich was los, aber es war auch durch diese Leseabteilung, wo die Leute dann immer so sich parken konnten, immer die Gelegenheit, nochmal mit den Autoren in Kontakt zu treten. Die Zeit findet man auf jeden Fall. Egal, ob es jetzt ein Nachwuchsautor ist oder ob es ein großer Name ist, jetzt wie Tom Finn oder Bernard Hennen, auch die nehmen sich die Zeit für ihre Fans letztendlich und das macht den Buchern aus. Und auch, wenn ihr auf den Buchern seid, und ihr erwischt euren Autor nicht am Stand. Die laufen hier alle frei im Wildgehege rum. Ich habe gerade eben auch noch mal ein kurzes Gespräch mit Verena Themsen führen können. Also da habt ihr alle gar keine Probleme mit. Ich finde Buchan eine ganz große Nummer. Für mich finde ich weitaus spannender als die Buchmesse in Frankfurt. Vielen Dank. Und ich bedanke mich, dass ich hier heute die Möglichkeit hatte, mit dir zu sprechen und mir das Ganze anzuschauen. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dass das alles so geklappt hat, dass die Besucherzahlen noch weiter hochstehen für heute und nächstes Jahr Buchan 31. Am Buchmesse Samstag. Wir sehen uns. Bis 2016. Dann. Danke. Dank dir. Gerne. Conventions aus dem Bereich Fantastik, Sci-Fi, Retro-Computing, Gaming, Cosplay und allem, was irgendwie ein bisschen besonders ist. Sei dabei mit ConReporter. Du findest uns auf Facebook und YouTube unter ConReporter und im Internet unter conreporter.de.